Moin, moin und willkommen zurück bei Sarah Malt. Ich bin Sarah, das ist der Basti. Moin, Wurf. Und ich habe hier ganz besonders nur für dich das Anti-Cringe-Schwert. Ich kann Styropor an dir reiben, damit du aufhörst mit dem Cringe. Basti, hast nämlich Styropor. Los, nimm die Mütze ab. Nein. Nimm sie ab. Nein. Ich kann es auch noch schlimmer machen. Ich kann oh nee, das ist das Schlimmste. Hör auf. Oh. Weil die Cringe-Keule hat sogar einen Fernkampfschaden, indem ich einfach mich selber daran reibe. Es gibt nichts Schlimmeres, außer wenn irgendwer Styropor berührt oder Watte. Ich könnte auch noch Watte vorne dran machen. Das heißt, ich habe jetzt eine Cringe-Keule für immer, wenn Basti seinen Cringe zu schlimm macht, dann kann ich ihn nämlich umkeulen. Hashtag Cringe-Keule. So, haben wir das schon mal. Yay, Cringe-Keule. Wer jetzt noch dabei ist, ist stark. Die Meisterwaffe wurde gefunden, um Basti zu knechten. Das Masterschwert. So, es soll heute gehen um 10 Spieler, die einfach nicht sterben wollen. Wo man immer wieder denkt so, es steht schon immer noch bei den Leuten im Regal oder auch zum Beispiel in Brettspielläden und man denkt, es gibt doch so viele bessere Spiele. Warum existiert dieses eine Spiel eigentlich noch? Es könnte doch mal langsam in Vergessenheit geraten. Aber es geht einfach immer weiter. Das ist die Liste heute. Also bei mir müssen die Spiele nicht unbedingt in Vergessenheit geraten. Die sind teilweise vielleicht sogar auch ziemlich gut. Aber man fragt sich, und sie haben wahrscheinlich auch ihren Sinn im größeren Brettspielhobby, aber manchmal fragt man sich auch so, ist es nicht eigentlich immer nur so ein Kreislauf von immer dem Gleichen? Und das ist teilweise bei mir mit in der Liste drin. Ich habe ja auch teilweise Sachen dabei, die dann schon so Erweiterungen haben, wo man merkt, sie wissen halt nicht mehr, was sie machen wollen. Aber man kann damit halt schon noch Geld verdienen. Deswegen macht man einfach irgendwas. Du bist diesmal dran. Du musst als erstes Ich vorstellen. Bin dran. Ich war eben gerade schon dran. Ich wurde von der Cringe-Keule schon angecringed. Ja, hast du jetzt Angst? Nee, nicht wirklich. Nee, wenn ich damit berührt werde, ist gar nicht so schlimm. Schlimm ist nur, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, dass ich es anfassen müsste. Also, aber ich kann es ja auch anfassen und mit den Nägeln dran langschrauben. Wenn du mich einbaust in so eine Burg aus Styropor und aus Watte, wie dann habe ich ein Problem. Wie gesagt, Cringe-Cola ist perfekt. Ich muss ihn nicht mal mit schlagen. Er hat auch Fernkampfschaden. Einfach ein bisschen mit den Nägeln dran rumkratzen. Oh, ekelhaft. So, okay, mein erster Pick ist eigentlich ziemlich schnell erklärt, warum es das immer noch gibt und warum es das wahrscheinlich auch immer geben wird bis zum Ende aller Zeiten. Und das ist Magic the Gathering. Das wird nicht sterben, solange wir das Geld verdienen, obwohl es ist bei allen Spielen. Lebensmotor für so viele Game Stores. Ohne Ende Erweiterung, ohne Ende Spielmöglichkeiten, ein so altes Spiel, eins der ältesten Spiele ever, was Richard Garfield da damals erfunden hat, ist einfach legendär, super simpel, fünf verschiedene Mana-Typen, fünf verschiedene Farben, man spielt Kreaturen, man kämpft gegeneinander, jeder Mensch kennt Magic. Vor allem ist ja da die Geschichte dahinter, das kennt vielleicht manche Zuschauer noch gar nicht, weil der Richard Garfield wollte eigentlich ein anderes Spiel machen, nämlich Roborally. Da haben die aber gesagt, mach mal erstmal was anderes, irgendwann was Geld reinbringt. Und dann hat er halt gesagt, ja scheiße, ach, mach ich halt Magic. Hat er mal schnell Magic erfunden und ja. Und wenn ich nicht ganz schief liege, wurde er da auch ein bisschen inspiriert von Wizwar, weil ich glaube, Wizwar war noch vor Magic und ich glaube, das war so ein bisschen mit die Grundinspiration. Mach ich halt irgendwas mit Zauberern und Karten, damit ich endlich meinen Mega-Hit Roborally rausbringe. Läuft dann vielleicht so ein, zwei Wochen oder so, und jetzt ist es halt der mega. Es ist nicht mehr das erfolgreichste aller Trading Card Games. Das ist, wie wir gehört haben, Pokémon. auf der Pressekonferenz der Spiel ist es halt Pokémon. Lorcana kommt ja jetzt auch ganz groß. Und ich spiele Magic nicht in Paper, das heißt nicht in Papierform, sondern dann spiele ich es digital. Jetzt aber auch schon seit mehreren Monaten nicht mehr, weil irgendwann waren es mir einfach zu viele Neuveröffentlichungen. Es war immer wieder dieselbe Meta. Es fühlte sich immer an wie dasselbe. Man hat immer gegen dieselben Decks gespielt. Dann kam wieder ein neues Set. Dann hat man gerade das Set kennengelernt, da kam ein neues Set. Dann hat man gerade ein paar Spiele gespielt, da kam ein neues Set. Und es wurde mir zu viel, es war wie Arbeit. Was denn? Ich wollte dich aus deinem Zirkel von es kam mehr einfach rausglitschen. Dann kam ein neues Set. Einmal resetten mit der Cringe-Keule. Dann kam ein neues Reset. Und auf jeden Fall, es ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe, wenn ihr Magic-Spieler seid, ich liebe Schwarz. Schwarz ist einfach die geilste Farbe ever. Schwarzes Mana-Tappen und go. Aber man fragt sich manchmal so, ist es nicht irgendwann auch mal gut? Ja. Müssen wir zum 25. Mal nach Itzalan oder so? Ich meine, es haben natürlich schon verschiedene
Kartenspiele versucht hast, dem das abspenstig zu machen. Ob es nun ein Keyforge war. Ich meine, Lorcana ist jetzt gerade auf dem aussteigenden Ast. Es versuchen immer wieder welche, aber Magic setzt sich dann doch immer zum Ende hindurch. Vielleicht jetzt auch schon gerade, weil es so lange unterwegs ist, dass dann die Leute sagen, vor 20 Jahren habe ich mal ein Deck irgendwie geholt. Das kannst du vom Dachboden holen, kannst du ja immer noch spielen. Ja, ist so. Wenn du am Küchentisch sowieso, da ist alles möglich. Da kannst du auch dann die neue Karten einfach reinpacken. Richtig. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die spielen einfach so einen Kartenstapel. 400 Karten weg. Spielen den einfach von oben nach unten durch. Ja. Fangen wir erstmal damit an. Oha. Ich weiß, das Spiel ist der Mega-Hit. Es hat das Spiel des Jahres gewonnen. Es hat einmal bei BGG, glaube ich, jeden Award bekommen. Es hat mich noch gewundert, dass es nicht Best Sci-Fi-Game bekommen hat. Es ist Flügelschlag oder Wingspan. Das Spiel hat alle Preise abgeräumt. Wie gesagt, ein Jahr bei BGG, sie mussten danach die Regeln ändern, damit nicht Flügelschlag in jeder Kategorie gewinnen kann. In Solospiel, in Zweispielerspiel, in Science-Fiction-Game, in 4X-Game, einfach alles Bestes Flügelschlag. Bestes Coop kann es nicht gewinnen, weil das hat es nicht. Ja, und da sind ja schon etliche Erweiterungen rausgekommen. Dann kam ja noch die NIST-Box, die praktisch wieder, ja, Lehrer. Auf das Spiel habe ich, glaube ich, jeder zweite Mensch, der mir vorbeikam, hat diese NIST-Box getragen. Dieser mehr oder weniger leere Karton gab es bei Size schon, aber Size hat da, glaube ich, damals 30 gekostet und ich glaube, die NIST-Box kostet 90 oder so. Also irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, so, sind die bekloppt? Du willst also sagen, hier live im Video, die NIST-Box ist eine NIST-Box? Ja. Warte, Grinschwert. Nee, und das Letzte, was jetzt angekündigt wurde, wo ich dann dachte so, oh Gott, lass doch dieses Spiel mal in Ruhe. Das sind alternative Fanart-Karten. Da kommt dann ein Set raus mit den Karten, die es schon gibt, aber von Fans gezeichnet. Das Lore ist auch, will nicht ins Erdbeerfeld. Was, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und für mich schon. Und auf jeden Fall völlig durcheinander die Styles logischerweise von Fans gemalt. Das heißt, völlig konfus auch die Karten aufgebaut. Manche haben schwarze Backgrounds, manche haben bunten Background, manche haben keinen Background. Und dann sollst du halt die Karten aus deinem Spiel raussuchen und die dann davor reinnehmen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, warum? Ja, deswegen meine ich ja, es ist halt sowas, sie wissen halt nicht mehr, was sie an Geld verdienen können. Wahrscheinlich ist die NIST-Box jetzt auch schon voll, sonst muss der NIST-Box so ein kleines Häuschen oben drauf gesetzt kriegen. Und dann fängt man einfach ein kleines Vogelhäuschen. Fängt einfach mit sowas an, so von wegen so, ach, dann habt ihr alternative Artkarten. Dann kommen in der nächsten Erweiterung kommt dann die Holo-Karten. Dann kommen die... die Holo-Vögel, das wäre super. Die Full-Art-Karten und dann kommen die Full-Art-Holo-Karten. Und am Ende tappst du dann ein buntes Papageien-Mana und beschwörst deinen Ara. Ich sag ja, dann ist das neben MTG im Laden, dass du nur so Booster kaufst und du weißt halt nie, was du drin hast. Hast du irgendwie Full-Art oder Holo-Art oder Feuerland. Mit Glitzer. Oder dann der Wingspan-Booster mit Holo-Karten. Oder der Shiny, Rot, das Shiny-Rotkehlchen, diesmal in Blau oder das so. Blau-Kehlchen. Und ja, das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, NIST-Box war schon so, ja, okay, wir haben ja auch die Sci-Layer-Box. Aber jetzt diese alternative Art-Karten dachte ich auch so, ja gut, Printing Money, lalalala. So, auch so einen kleinen Vogel zeichnen, so einen Strichvogel irgendwie. Ja, kannst du einreichen bei Johnny Stegmeier, wollte ich schon sagen, Jamie Stegmeier. Johnny Stegmeier klingt wie so ein Cowboy. Für das Art-Pack 2 einfach alles nur so Stickbirds. Johnny Stegmeier. Alles nur so kleine Ms, so wie Kinder, die zeichnen. Wir müssen dann mal wieder runterkommen. Johnny Stegmeier. War ein guter Pick. Okay, mein zweiter ist ein Spiel... Das will auch nicht sterben, ist auch eine Reihe, die will nicht sterben. Und warum weißt, kann sie nicht sterben? Weil es Zombies sind. Und zwar ist es Zombieside. Und mein Gott, kann es nicht. Aber es sind ja auch Zombies, bitte können nicht sterben. Einfach nein. Mal Geld. Sterben. Geld. Ich habe damals schon mit meinem Kumpel die ersten Zombiesides gespielt. Und dann Zombieside die Mall. Und Zombieside der Knast. Und dann kam irgendwie Black Plague. Dann kam irgendwie Space Zombieside. Dann kam Western Zombieside. Gibt es eigentlich schon einen Wikinger und einen Piraten Zombieside? Marvel Zombieside. Marvel Zombieside. Es nimmt kein Ende. Und ich bin leider auf der Warte. Ich finde Zombieside ist ein absolut schlechtes Spiel. Ich mag es überhaupt nicht. Ich finde es ist auch kein Bier. Ich mag Bier- und Brezelspiele. Wirklich sehr, 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 sehr gerne. Aber. Es funktioniert bei Zombieside bei mir nicht. Ich habe bei Zombieside einfach keinen Spaß, weil Zombieside einfach immer irgendwie zu blöd ist, zu flach, zu langweilig, zu doof. Ja, aber dann immer noch die Regeln hat, wo man denkt so, hä, wieso ist das? Ich weiß gar nicht, es gab ja früher immer noch die Regel, dass man so Lärm gemacht hat und dann kam Zombies. Ich glaube, das gibt es alles schon gar nicht mehr. Ich glaube, das ist schon wieder rausgestrichen. So runtergebrochen mit Zombiehorde, Mensch, würfeln, schlagen. Kann ich keinen Spaß mit empfinden. Und es kommt halt schubsen, schlagen. Und dann kommt am Ende die Abomination. Und dann durchsucht man diesen riesigen Itemstapel nach dem Feuer. Nicht, ja. Oh, es ist so schlimm. Ich habe so viel schlimme Erfahrungen mit Zombieside gemacht und
und es endet halt auch einfach nicht. Ja, das ist und auch so lang. Ist halt irgendwie so, immer wenn Cool Mini or Not oder Simon oder wie immer sie zurzeit heißen, Geld braucht, dann kommt halt ein neues Zombieside. Es ist schon nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Früher war ja wirklich Zombieside, wenn ein neuer Kickstarter kam, war es ja eine mega Geldmaschine. Da stand wahrscheinlich so ein Geldautomat bei Cool Mini or Not und er spuckte nur so das Geld aus. Wir brauchen mal wieder Geld, Zombieside. Und wie gesagt, ich warte eigentlich nur drauf, dass das... Gibt's ein Western-Zombieside? Das gibt doch ein Western. Es gibt ein Western. Aber das ist der mit dem Zug. Genau. Ich warte auf das Piraten-Zombieside, auf das Wikinger-Zombieside. Ich warte auf das... Was gibt's noch für Themen, die man ausschlachten könnte? Zweite Weltkrieg-Zombieside. Wumpe. Auf jeden Fall, diese Serie will halt einfach nicht sterben. Und wie, du meinst, dass der große Galactus mit Austauschteilen der too much war? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der too much war. Aber es darf kein... Nein, ist egal. Auf jeden Fall... Es will nicht sterben, es nimmt kein Ende, es wird auch irgendwie nicht besser. Sie haben es halt mal wieder versucht, kleine Sachen zu fixen, aber irgendwie das Spiel letztlich an sich bleibt halt einfach... gucken die doch immer nur bei BGG rein, was die Leute sagen, welche Regeln die doof finden und wie sie besser sind. Das haben sie am Anfang halt das 1:1 gesehen und haben einfach die Hausregeln der Leute immer fürs nächste Zombieside übernommen. Also so super cheap auch noch. Also, so, oh, wir müssen sie uns selbst nicht ausdenken, die Fans machen also das für uns. Also meine Lieblings-Zombieside-Geschichte, die hat man vielleicht schon gehört, wenn man dem Kanal folgt, ist einfach ganz, ganz früher im allerersten Zombieside gab es halt Autos, da konnte man reingehen und umso mehr Zombies man gekillt hat, umso höher stieg man auf der Erfahrungspunkteleiste. Die hatte verschiedene Farben. Ganz am Ende war halt irgendwie ultrarot. Und umso höher ein Spieler auf dieser Leiste war, umso stärkere Zombies sind gespawnt. Kumpel saß im Auto, fuhr auf so einem Platz, immer im Kreis, hat Zombies totgefahren. Hat also einen Kill-Count gehabt. Ding, 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 ding. Seine Freundin und ich, wir standen irgendwie am Rand von diesem Platz und haben irgendwie nicht einen Kill gemacht. Das heißt, wir waren unten im grünen Bereich, er war oben im ultraroten Bereich. Die Monster-Zombies kamen, haben uns umgebracht und wir haben ihm gesagt, was sollen wir denn tun? Er so, keine Ahnung, ich fahr Auto. Brrr, immer im Kreis rum. Und wir wurden halt umgebracht. Es war so schrecklich. Und auf mich wird immer herabgesehen, weil ich sage, ich mag kein Koop. Wegen so welchen Dingen mag ich kein Koop. So von wegen so, möchtest du nicht auch mal die anderen Mitspieler denken. Wenn nein, ich an Zombies cool. denke ich an meinen Kumpel, der im Auto Kreise fährt und Zombies tot fährt, während wir von Zombies getötet werden. Das ist halt geil. Und es nimmt halt einfach kein Ende. Ein anderes Spiel. Oh Gott, ich steigere mich schon wieder so rein. Energie. Ein anderes Was, Spiel. Was, werde ich weggebeamt? Ja, pfusch. Nee, Energie-Swarp. Nee, Make It So, Swarp. Nein. Ist egal, weitermachen. Auf jeden Fall, ein anderes Spiel, das haben wir auch mal besessen in der ersten Ausgabe. Und dann kam eine Erweiterung, die war beschissen. Dann kam noch eine Erweiterung, dann kam noch eine Erweiterung, dann kam eine Big Box mit noch mehr Erweiterung, noch mehr Erweiterung, noch mehr Erweiterung. Jetzt ist es abgeschlossen, jetzt machen sie einen Restart, wie das MCU oder DCU eher gesagt. Es wird einfach ein Reboot gemacht und es ist Everdale. Und wir sind jetzt gerade... Echt ein Reboot? Ja, Spiel, das ist Fahrshow, wir sind dran vorbeigelaufen. Krass. Ich habe gesagt, ja, guck mal. Ich dachte, das wäre eine neue Erweiterung. Nee, guck mal, ich kümmere mich da schon gar nicht mehr. Es sieht immer noch aus wie Everdale, aber diesmal haben sie jetzt nicht mehr, dieses Fahrshow hat nicht mehr die... Zeichnerin, die ja sehr, sehr, sehr schön gezeichnet hat. Und wenn man drauf sieht, sieht das so ein bisschen wie Everdell bei AliExpress bestellt, so ein bisschen aus, bei Wish bestellt, weil es sieht immer noch süß aus, aber man sieht so, dass dieses Feintuning von der anderen Zeichnerin oder einem Zeichner, ich weiß nicht, wer es jetzt war, Studio. Halt fehlt und so von wegen so, ah, wir können Everdell nochmal auflegen, aber dafür machen wir jetzt die Artwork, das machen wir jetzt günstiger und so. Und das ist halt einfach so... Die wichtigste Frage ist und bleibt, ist der Baum noch dabei? Ich glaube nicht. Weil das Schlimmste bei Everdell, wir hatten das ja auch mal. Wir hatten auch mal die erste Expansion, bis wir es dann irgendwann abgegeben haben, weil es halt immer dasselbe war. Du hast halt in der Mitte diesen riesigen Baum und irgendein Spieler kann immer nicht das Spielfeld sehen, weil er hinter diesem Baum sitzt. Also, du spielst schlecht, ja, das ist sein Problem, du sitzt ja auch in einem Baum. So, wer auf die Idee kam, so einen komischen Baum da reinzubauen. Gibt ja irgendwie auch eine Erweiterung, da sitzt du dann noch hinterm Baum, da geht hinterm Baum das Feld noch weiter. Das ist dann irgendwie Belfair und so. Also, weil du kannst ja alles an Spot nochmal anlegen. Und wie gesagt, wir hatten das Grund, Everdell, es war okay, wir haben das ein paar Mal gespielt. Es ist halt, wie gesagt, eins mit der schönsten Artworks, wer hier halt auf Redwood und so steht. Ja. Redwood. Ihr wisst, was Mouseguard. Genau, Mouseguard, Welkin, Weasels, das wird wieder keiner kennen. Ich gucke gerade, du hast das doch alles Ich habe das dir. Nicht, nee, ich habe das nicht. Ich habe das nie gelesen, ich habe Welkin, Weasels gelesen. Okay. Das war ein bisschen größere. Und ja, weil halt ja, auch sowas... Die sind ja auch größer als Mäuse. Genau. Ich muss gleich das Schwert wiederholen. Naja, auf jeden Fall, ja, war es halt okay, aber dann kamen ja halt, wie gesagt, die ersten drei Erweiterungen, die wir uns eigentlich auch holen wollten. Nach der ersten Erweiterung waren wir aber so schockiert, dass ich mir die Regelbücher von den anderen beiden durchgelesen habe und gedacht habe, so, okay, es passiert also fast gar nichts. Außer vielleicht Quest. Quest sehe ich noch ein, wenn die Leute sagen Quest, aber da gibt es auch einen Zug, der so ein richtiger Dickmove ist, indem du den Elch auf den Steinplatz stellst und dann kann ein
einfach niemand Stein mehr kriegen kann, ganz, wenn die Felder nicht gespawnt sind. Ganz kurz, warum wir halt geschockt waren. Wir haben uns halt die erste Erweiterung gekauft, das war noch bei Kickstarter, ne? Ja. Und die Naht, es war halt einfach nur teuer und wenig drin. 50 Euro, da war und nichts die, und die drin. Erweiterung danach gab es halt auch auf das Spiel und alle Leute sind halt komplett eskaliert. Wir müssen dahin, wir brauchen diese Erweiterung. Sie sind halt mega teuer und da ist nichts drin, aber wir brauchen diese Erweiterung, weil sonst ist mein Leben nicht komplett. Und dann gab es ja noch diese Riesenbox dann bei Kickstarter, wo, glaube ich, noch 2 oder 3 zusätzliche Erweiterungen drin sind. Und dann dachte man, okay, jetzt ist die Collection beendet, das ist halt das Big Box. Jetzt haben sie das Big Box-Problem genauso gehabt bei Flügelschlag. Scheiße, wir haben gesagt, das war's jetzt. Auch übrigens immer sehr schön, was passiert bei Too Many Bones. So, nein, nein, ihr werdet nie eine größere Kiste brauchen. Mist, wenn man das noch dahinter faltet und das... Kann das ja noch ranmagnetisieren. In die andere Dimension jietet, dann hat man noch Platz für eine halbe Schachtel. Und so funktioniert das auch ungefähr. Und jetzt haben sie einfach gesagt, ja, wir rebooten das halt mit Fahrshow. Und jetzt fängt es einfach nochmal von vorne an. Die Frage ist, wann wir rebootet werden. Ja. Dann kriegen wir ganz neue Charaktere. Besseren und jüngeren und schlechterem Artwork. Wer weiß. Ja. Geht's doch schlecht. Dieses Spiel, was ich denke, so lasst es doch einfach mal in Ruhe. Es ist Everdell. Aber wie gesagt, das sind, glaube ich, alle Spiele. Solange wie man damit Geld verdienen kann, wird es einfach weiter existieren. So was Ähnliches habe ich jetzt auch. Mein dritter Pick sind nämlich alle Spiele. Und bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr das nicht so seht wie ich, alle Spiele von Fantasy Flight, die irgendwie im Terrinos-Universum spielen. Ob das Runebound ist, Rune Wars ist, ob das Descent ist, das spielt alles im ob das Battlelore ist, das spielt alles im Terrinos-Universum, Fantasy-Universum und es ist das generischste Fantasy-Universum ever, 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 ever. Es gibt auch keine weiterführende Story dazu. Ich glaube, es gab es nicht, dieses eine Pseudo-Rollenspiel war, glaube ich, auch in dieser Welt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich weiß, bei Battlelore hatte ich mal geguckt, ob es das irgendwie so gibt, so, dass man mal in die Welt eingeführt wird, aber es gibt wirklich nur das, was es in den Spielen ist und ab und zu ist da mal ein bisschen Lore dazwischen, aber sonst ist es halt wirklich einfach nur so dieses, oh, wir müssen eine Fantasy-Welt machen. Wir wollen aber nicht für eine IP bezahlen. Dann erfinden wir jetzt einfach was anderes. Wortgenerator, Schmerinot, Knerinot, Aterinot, das nehmen wir. Zwerge, Elfen, Menschen, Chaosdämonen, Untote, es kann nicht abziehbildhafter sein. Es ist wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich. Die Spiele dazu waren auch gar nicht immer so schlecht. Wir haben ganz gerne Runebound gespielt. Wir spielen gerne Battlelore. Das letzte, einzige Spiel, was wir noch haben aus diesen Serien. Wir haben halt Battlelore. Wir haben, die sind ja auch alle ganz nett. Wir haben auch Descent mal ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, das neue Descent spielt aber auch noch in Terrenos, oder? Ja. Aber da haben sie das, den Artstyle wieder geändert. Ja, den, also das ist halt komischen, so dieses, seltsamen Artstyle. Der ist jetzt halt wieder ganz anders zu den anderen. Vielleicht ist es auch rebootet worden. Aber ich würde halt echt gerne mal in die Köpfe bei Fantasy Flight Games... Das TCU, das Terrenos. Vielleicht TGU? Game Universe. Auf jeden Fall würde ich gerne mal in die Köpfe der Leute bei Fantasy Flight reinschauen und sie fragen, was hat es zu tun mit Terrinos? Entweder ihr macht mal irgendwas Cooles, was diese Welt wirklich mal hervorhebt, was anders ist, weil ich kann diese dauerhaften Abziehbild-Fantasy-Welt nicht mehr sehen. Deswegen mag ich auch Gloomhaven, wo es einfach mal keine Orks und keine Trolle gibt, ja, sondern halt auch andere Kreaturen, die aber auch vielleicht irgendwie funktionieren und sich in die Welt einfügen. Aber bei Terrinos sehe ich das halt nicht, vor allem, weil die Spiele halt dieses Universum nicht großartig weiter erweitern. Kann sein, dass manche Descents das später hinten raus machen. Die habe ich dann nicht so weit gespielt. Aber WTF Terrinos, warum? Ich meine, inzwischen ist es ja auch so, Fantasy Flight gehört ja jetzt dem Asmodee-Riesen. Inzwischen wäre es wahrscheinlich alles nur noch mit Herr der Ringe-IP rausgekommen, weil jetzt können sie sich ja die IPs leisten. Ja. Und da kamen dann auch später dann die ganzen Herr der Ringe und Star Wars. Auch inzwischen ist ja alles nur noch Herr der Ringe, Star Wars und Cthulhu, was bei Fantasy Flight rauskommt. Ja, es ist ja auch so, deswegen, wir haben jetzt schon lange, lange keine Fantasy Flight-Spiele mehr gekauft, um kurz die Abzweigung noch zu nehmen. Weil irgendwie ist es immer so, die machen halt ein Spiel, das ist dann relativ gut. Und dann kommt das in einer leichten Abwandlung nochmal in verschiedenen anderen Thematiken. Ob das jetzt irgendwie Imperial Assault ist und das kommt dann nochmal in der Herr der Ringe-Variante raus. Oder es kommt halt irgendwie Battlestar. Gut, Battlestar ist jetzt nochmal abgrundtief geworden, weil halt die Battlestar-Lizenz weg war. Aber irgendwie ist es immer so, die haben eine Idee und die wird dann einfach in verschiedenen Arten und Weisen nochmal neu aufgelegt. Und das fanden wir halt irgendwann so langweilig und auch die Mechaniken von Fantasy Flight haben sich nicht weiterentwickelt, dass wir da eigentlich raus sind. Aber Terrinos, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum man so eine langweilige Fantasy-Welt macht. Das haben aber viele Spiele das Problem. Das war auch bei dieser schlechte Dungeon-Crawler, der nach hinten raus immer schlimmer wurde. Nee, ich habe Chronicles of Drunagor, dankeschön. Der hatte auch so eine unglaublich langweilige, banale Fantasy-Welt. Und ich verstehe nicht, warum man das macht. Heutzutage gibt es, glaube ich, genug Ideengeber, die einem eine schöne Fantasy-Welt bauen können, die auch in sich sinnig ist. Ich dachte gerade, wir machen irgendwie so Westside-Stories. Das ist nicht Westside-Story, das ist die Monsters. Das ist die Addams Family. Ja, meine ich ja.
Okay. Easy Pickings auf jeden Fall. Also ein Spiel, da wird mir, glaube ich, fast alle zustimmen. Es gibt Koffer für dieses Spiel. Es gibt Koffer, die man sich kaufen kann, wo man dieses Spiel reinpacken kann, obwohl jedes Spiel nur in kleinen Packungen ist. Und es stirbt einfach nicht. Warum hört es nicht auf? Es ist so doch schon nicht so gut. Und es ist Munchkin. Puh, habe ich nicht auf der Liste. Gut, ich dachte. Wie gesagt, als wir damals eingestiegen sind, wir haben auch Munchkin gespielt. Wir hatten auch unseren Spaß damit. Es tut uns leid, wir haben Munchkin gespielt. Wenn es dann nach 3-4 Stunden endlich mal vorbei war, war ja natürlich der Erste, der auf Level 10 zugeht, wird runtergeschlagen und musste immer so der 5. oder 6. sein. Und dann noch das Schlimmste, wenn dann einer sagt, wollen wir es nochmal spielen? Nein! Nein, verdammt! Und wie gesagt, man kann komplette Koffer kaufen, wo man es einfach reinstecken kann, damit man dann seine 25 Munchkin-Erweiterungen haben kann. Es ist auch schon in alle möglichen Universum ausgeliefert, verbrandet worden, dass man davon und dies. Und es gab ja irgendwie inzwischen auch einen Dungeon-Crawler im Munchkin-Universum, da waren dann es Miniaturen ist auch immer alles dabei. So lustig. Ich meine, es ist. Wir mögen das ja, wenn Sachen so vertropt werden, wenn man halt wirklich so diese Tropes nimmt und die dann halt irgendwie vorbeihornt. Aber Munchkin ist halt wirklich, das ist so das. Kartenziehen. Es ist halt auch das Spiel, das ist diese King of the Hill-Spiele, wo einer einen bestimmten Punkt erreichen muss, um dann zu gewinnen. Aber in dem Moment, wo man kurz davor ist, fällt die ganze Meute über einen her. Und das heißt, man kloppt sich immer wieder runter, bis der nächste hochkommt, wird runtergekloppt. Bis der nächste hochkommt, wird runtergekloppt. Und es nimmt einfach kein Ende. Außer irgendjemand hat so viel Glück, dass man halt den obersten Punkt erreicht. Ja, es ist halt auch einfach nur, man zieht halt Karten. Ne? Und du hast halt gute Karten, die vielleicht zu dir passen oder Karten, die halt nicht zu dir passen. Und wenn du halt nie die richtigen Karten ziehst oder halt immer nur das 20er-Monster, wo du dann weglaufen musst. Du musst ans Herz der Karten glauben. Dann hast du halt einfach Pech. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die mögen das. Aber so nach dem 30. Munchkin und nach meinem 3. Munchkin-Koffer, den ich irgendwo rumstehen habe, sagen dann die Leute nicht irgendwie, es ist genug, ich brauche noch einen Munchkin-Koffer. Das Munchkin-Tattoo. Ja, irgendwie, oder den Munchkin-Geigen-Koffer oder so, die man dann aufklappt und es ist halt alles so mit Munchkins. Ja. Also das ist halt wirklich so, wo ich sage, so selbst wenn man dieses Spiel liebt, hat man doch so viel Auswahl, dass man da immer, das war mein Latschen der Runde, ja, du hast dein Latschen bombardiert. Dass man noch genug Auswahl hat, dass man immer gut, da hat man überhaupt gar keine Chance durchzuspielen, aber es ist halt einfach Printing Money, es kommt einfach immer noch Munchkin raus. Und jetzt Nerdwissen, das ihr vielleicht noch nicht hattet, was ist eigentlich ein Munchkin? Ein Munchkin kommt aus dem Rollenspielen und zwar ist das ein Spieler, der versucht, seinen Charakter so zu bauen, dass er halt besonders gut in einer speziellen Sache ist. Also er versucht irgendwelche Regeln auszunutzen, um ihn besonders stark zu machen. Das kann halt zum Beispiel ein Krieger sein, der den maximalsten Wert auf Stärke hat, aber den minimalsten Wert auf Intelligenz und Charisma, was also eigentlich menschlich kaum möglich ist. Das ist halt so ein Munchkin, der hat versucht wirklich die Regeln so weit auszuquetschen, um den geilsten Charakter für die eigene Spielerfahrung zu bauen, was aber dann den restlichen Spielern halt keinen Spaß macht. Wie in unserem Rollenspiel, da hatten wir mal einen Schurken, Midgard, und der hatte aber irgendwie 98 auf Charisma oder auf Schönheit. Von 100 und das war so übertrieben halt groß, dass wir auch gesagt haben, er konnte sich gar nicht anschleichen, weil egal in welche Bar er gegangen ist, ist er einfach nur ein Licht aufgegangen und alle so, oh, ich will dich sofort heiraten. Das war so dämlich immer, weil gerade auf dem. Er hat auch einen Assassinen gespielt, aber er hatte so eine riesige Barbarenstreitaxt, weil die mehr Schaden gemacht hat. Alles gar keinen Sinn gemacht. Er kam, war halt super charismatisch, alle Leute kamen an, wollten ihn umarmen und er hat sie dann alle umgeaxtet. Ganz schlimm. Achso, ich war dran. Du warst dran. Ich bin dran. Ich darf auch nochmal. Mein nächstes Spiel, das ist meine Nummer 4, ist ein Spiel, auch das will nicht sterben. Jedes Jahr sehe ich die auf der Spiel, wenn ich dran vorbeigehe und denke mir, wie können die sich eigentlich einen Stand leisten und wer kauft denn das eigentlich noch? Aber ich muss zugeben, ich habe es damals auch gekauft und zwar auch viele Erweiterungen davon und das ist Zombies, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, stimmt. Die sind auch jedes Mal auf der Messe. Midnight Creations heißen, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr habe ich sie aktiv nicht gesehen. Ich will aber auch nicht sagen, dass sie nicht da waren. Aber sonst habe ich sie wirklich immer gesehen. Und Zombies, Ausrufezeichen, 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 das muss auch so gesagt werden, weil das ist wichtig. Ist halt ein Spiel, das ist, das ist halt wirklich dieses prototypische Zombie-Spiel. Ganz, ganz billig, wir legen ein paar Plättchen aneinander, wir sind verschiedene Charaktere, wir können Items aufsammeln, überall rennen Zombies rum und wir versuchen halt bestimmte Punkte zu erreichen, um am Ende zum Hubschrauber zu kommen. Super simples Spielsystem, super ist ein gutes zufällig. Einsteigerspiel. Ich habe damals das war auch eins meiner allerersten Spiele und damals fand man es auch geil, weil es war halt irgendwie was ganz anderes. Es war halt cool. Es war halt ein Ding, es hatte halt das Zombie-Thema.
Es hatte einigermaßen Komponenten, es war halt billig. Das Zombie-Thema war halt damals auch noch nicht so abgenudelt, wie es heute ist. Und es war halt einfach billig, du hast so ein Spiel für 10, 15 Euro ja. gekriegt und das ist dann halt für die Einsteiger, die dann sagen so, ja cool, und es war halt auch so erwachsen, weil dann ist da auch ein Typ mit einer Kettensäge, der da einen zersägt drauf und so, dass man gesagt hat, oh cool, man ist raus aus diesen Haber-Kinderspielen und kauft sich halt das mal. Und du machst halt die Box auf und da war halt der ganze Pappkram drin, aber da waren halt auch irgendwie Minis so 100 drin. Plastik-Zombies drin und ein paar normale Spielfiguren für die Spieler. Ja, das war halt Gummiplastik, ne, aber dann gab es noch Beutel mit Zombie-Frauen, Beutel mit Zombie-Hunden. Dann kamen die ganzen Expansions. Glow-in-the-Dark-Zombies. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gab eine kleine Mini-Erweiterung mit so einer Militärbasis. Da waren dann Glow-in-the-Dark-Zombies. Kein Mensch. Glow-in-the-Dark ist echt eine coole Idee. Aber wenn man das nicht gerade irgendwie einsetzt in einer Sicherheit, für Sicherheitsetiketten, dass sie im Zug nachts leuchten... Kein Mensch braucht nachtleuchtende Figuren, weil keiner spielt im Dunkeln. Das Einzige, was funktioniert, ist fluoreszieren tatsächlich. Also mit Fluorfarben, weil die kann man mit Schwarzlicht anleuchten, aber sonst spielt doch keiner im Dunkeln. Und vor allem ist das ja so schlecht, dieses Leuchtpigment da drin, das ist so schlechte Qualität. Wenn du da irgendwie das Licht runter machst, siehst du nichts anderes. Aber wir fanden es damals trotzdem geil. Ja, und dann gab es noch den Zombie-Zirkus und Zombie dies und Zombie das. Ich hatte, glaube ich, so einen Stapel an Zombie-Erweiterung, bis ich die dann nach und nach dann alle abgestoßen habe für einen Heller und Pfennig. Super schlechtes Spiel, ist wirklich nur würfeln und Glück haben. Dass du Glück hast, Munition zu finden und so. Am Ende deiner Runde hast du immer noch eine Würfelanzahl von Zombies bewegt und es war halt auch wieder so ein Spiel, wo einer halt einen bestimmten Punkt erreichen muss, nämlich den Hubschrauber. Und wenn einer den Schlüssel hatte für den Hubschrauber und auf dem Weg zum Hubschrauber war, haben halt alle anderen Spieler die Zombies dem nur in den Weg gestellt. Damit es noch Stunden Die ganze Stadt wurde halt plötzlich zombie-leer, weil die alle so zum Hubschrauber konvergiert sind und es war am Ende nur noch ein Todwürfel. Es war so schlimm. Genau, letztendlich hat es meistens damit geendet, dass eh alle gestorben sind. Das passt ja auch zu einem Zombie-Spiel. Aber es ist halt wirklich auch so eine Serie, die stirbt einfach nicht. Allerdings sind diese Zombies sehr, sehr geil für Gaslands. Da gibt es nämlich so einen Zombie-Mode. Günstig Zombies braucht halt einfach. Aber es sind halt auch relativ kleiner Maßstab. Aber Zombies, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es will nicht sterben. Es wird nicht sterben. Ein Spiel, was auch, glaube ich, das werden wir jetzt noch die nächsten 20 Jahre an den Hacken haben. Es ist ein einigermaßen okayes Spiel. Es hat halt das geilste Thema, also mit ein sehr geiles Thema. Aber es ist eigentlich so ein Solitärspiel, wo die anderen Leute auch noch mitspielen, aber jeder spielt sein eigenes Spiel und da kann man das nämlich endlos erweitern. Und die Rede ist von Villainous von Disney. Es gibt immer noch mehr Boxen und noch mehr Boxen und eigentlich ist das ein total cooles Thema. Man spielt mal die Bösewichte bei Disney, aber jeder hat halt, was weiß ich, wenn ich Scar spiele, habe ich mein eigenes Board mit meinen eigenen Scar-Karten. Ja, und so ein kleines Scar-Token. Genau, die Token sehen halt immer richtig geil aus und ich habe aber auch negative Karten, die ziehen dann aber die anderen Spieler von mir und spielen die halt auf mein Tableau, um mich zu stören. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Jafar spiele, den Bösewicht von Aladdin, dann spielen die mir halt Aladdins. Genau, dann kann ich ja halt sagen, hier Aladdin oder hier ist der Genie oder was auch immer. Aber letztendlich ist jeder solitär mit seinem Board beschäftigt und bis auf das Artwork und die coole Aufmachung und dass die Leute auf Disney stehen, finde ich halt, das Spiel hat halt nicht viel zu bieten. Und das ist halt wirklich schon seit Jahren, es ist immer wieder eine neue Expansion, hast immer so, oh geil, und immer wird dann dieser Token gezeigt und dann schwarz-weiß irgendwie, wenn du Cruella the Vil hast oder durchsichtig oder mit Glitzer oder sonst was. Nachtleuchtend? Von mir aus auch Nachtleuchten und ich glaube, das ist halt wirklich jetzt zum größten Teil noch die Leute so, ach egal, ist eine Villainous-Erweiterung, kaufe ich, damit ich die dann alle im Stand stehen habe. Damit ich komplett bin. Und dann steht das da, aber letztendlich ist es, wie gesagt, ein okayes Spiel. Also, das könnte ich mir auch als App vorstellen, dass dann der Computer dir halt die negativen Karten reinschüttet, weil eigentlich interessiert mich nichts, was der andere macht, außer ich sehe so, oh, nähert sich seiner Sieges... bei Robin Hood irgendwie Prinz John gerade sein Geld zusammenkriegt, so, oder fange ich an, halt Karten aus seinem Deck auf ihn zu spielen, aber... Das ist natürlich absolut explodierend gehirntechnisch für Leute, die halt sowas noch nicht gespielt haben. Du hast halt wirklich alternative Player-Powers, also jeder hat seine eigenen Karten, jeder hat seine eigene Art zu spielen. Man kann die ja auch wild mischen, das heißt Prinz John gegen Jafar oder Scar gegen Darth Vader. Die spielen ja auch nicht gegeneinander, weil jeder spielt ja sein Aber trotzdem hast du dieses Gefühl gerade am Anfang. Meine Problematik ist, und das ist echt so mehr so eine persönliche Sache, die letzten Jahre hat Disney keinen guten Bösewicht rausgebracht. Also irgendwie so die Zeiten von den Scars und Jaffars und Darth Vaders ist irgendwie vorbei. Aber wenn du sagst, es kann halt unendlich weitergeführt werden, müssen ja auch irgendwann die coolen Bösewichte kommen. Und für mich oder für viele Leute sind halt gerade Bösewichte in Filmen meistens so viel, viel interessanter als der Hauptcharakter. Das wollte ich auch sagen, das ist der perfekte Trope halt auch für die Leute, weil
als Kind findet man natürlich die Bösewichte total doof und man ist immer mit den Helden. Und wenn man dann aber groß wird, denkt man so... Die haben auch immer die gruseligen Songs. Scar hat halt schon den geilsten Song überhaupt und so. Und das heißt, mit diesem Erwachsenwerden kann man sich irgendwie mehr mit den Villains identifizieren, was ja auch irgendwie so ein bisschen zum Erwachsenensein dazu gehört. Man kann sagen, okay, ich spiele jetzt halt mal ein Disney-Spiel für Erwachsene und bin halt der Bösewicht. So, und dann kommt halt als erstes Villainous und dann hast du halt irgendwie 25.000 Erweiterungen, bis halt irgendwie, manchmal gucke ich da drauf, ich bin mit Disney-Filmen groß geworden, ich kenne sehr viele, ich habe auch jetzt sehr viele mit den Nichten und so geguckt, aber manchmal denke ich so, wer zum Teufel ist das irgendwie, wenn du dann irgendwie so, keine Ahnung, Dr. Frixelius oder so hast und denkst so, wer ist das? Aus welchem Film ist der? Wir haben jetzt, das ist wieder so ein bisschen metamäßig, wir haben jetzt gerade Elemental geschaut auf dem Disney Streaming-Dienst. Ich habe aber schon den Scherz von gemacht. Und da gibt's gar keinen Bösewicht. Der Bösewicht ist ein Riss in einer Dammmauer, wo Wasser durchplätschert. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, sorry, dass ich euch jetzt spoilere, aber es gibt keinen Bösewicht. Der Bösewicht ist wirklich dieser Riss, der dann irgendwann reißt und dann kommt das Wasser und fließt halt in diese Feuerstadt und alle Feuerleute kriegen ganz doll Angst. Kommt dann irgendwann in 15 Jahren bei Villainous Teil 25 der Riss in der Tür. Disney braucht halt gute Bösewichte. Das ist halt wichtig, weil sonst, das ist für mich immer super wichtig, dass ein cooler Bösewicht dabei ist. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel noch keine Frozen-Erweiterung da ist. Die würden sich ja dumm und dämlich verkaufen, aber bei Frozen gibt es keinen Bösewicht. Ja, und das ist halt so ein bisschen vielleicht auch moderne Zeiten einfach. Vielleicht traut man sich nicht mehr oder man will keinen Bösewicht haben, keine Ahnung. Aber gerade die alten, die klassischen Bösewichte von Disney, ob das jetzt auch so eine von Cinderella, wie heißt sie, die Maleficent sind, die sind einfach coole Bösewichte. Es ist ja auch überhaupt gar kein Problem, weil wenn sie dann durch sind mit den Bösewichten, nehmen sie einfach die Live-Action-Bösewichte. Und dann gibt es dann auch die Live-Action-Artwork auf den Karten einfach drauf. Und dann sind das so echte Miniaturen, also so richtig. Und Sarah, riesiger Stitch-Fan, freut sich schon sehr auf die Realverfilmung von Lilo und Stitch. Ich habe den König der Löwen einmal gesehen, ich habe den auf DVD geschenkt bekommen zu Weihnachten, ich habe den sofort wieder verkauft, weil es war einfach... Leere Augen. Es war so traurig einfach, du bist dran. Oh, wir haben neulich Ariel geschaut. Der war auch nicht wir gut. Mussten in den drei Etappen gucken. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich als Abschluss nehme. Ich denke, ich werde noch mal ein bisschen Fantasy Flight bashen und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das noch in Produktion ist. Ich glaube aber schon. Ich habe es auch nicht viel gespielt, aber es ist das Arkham Horror The Card Game, das Living Card Game von Fantasy Flight Games von Arkham Horror, wo einfach gefühlt jede Woche eine neue Expansion kommt. Aber es kommt doch jetzt auch neu raus, dass du jetzt die ganzen alten Sachen wieder in so Zyklen kaufen kannst. Cool. Weil früher war es ja out of print, deswegen hat auch ein Kumpel, der das auch gespielt hat, immer den ganzen Schrank voll mit original eingeschweißten Sachen, weil er musste sie ja kaufen, weil sonst waren sie out of print, man kam nie wieder dran und jetzt kann man ja so komplett Boxen von diesen verschiedenen Zyklen kaufen, damit man es auch wieder spielt. Und ich will das Spiel auch gar nicht bashen, ich glaube, das ist auch ein total cooles Spiel, wenn man sich da reinlebt. Ja, wir haben es einmal ein bisschen angespielt. Es ist halt wirklich, wir sind halt wieder diese ganz normalen Arkham-Ermittler, wie das immer so ist bei Fantasy Flight Games, mit demselben Artwork wie aus allen anderen Arkham-Spielen von Fantasy Flight Games. Und wir kämpfen halt wirklich in diesen kartenbasierten Missionen, die wirklich auch so ein bisschen storybasiert sind und ziehen halt aus unserem Sack irgendwelche Aktionstoken und so weiter und so fort, bauen uns unsere Decks, dass halt jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Charakter spielt. Super, super cooles Spiel, aber es ist wirklich, ich habe damals einmal einen Living Card Game von Fantasy Flight gekauft, das war Warhammer Invasion. Da habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Da kam jeden Monat dann so eine neue Box raus und ich habe gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Stopp! Deswegen habe ich bei Arkham Horror gar nicht erst angefangen, obwohl mich das Thema grundsätzlich interessiert und das Spiel auch und ich würde es auch wieder spielen. Aber es ist wirklich so das Gefühl, das ist wie, ich glaube, das war in dieser Liste, ne? Gott, das, bei Magic. Es ist halt, wie wenn bei Magic wirklich dauernd neues Set kommt. Genau dasselbe ist bei mir auch das Gefühl bei Arkham Horror. Es nimmt kein Ende und ich hätte gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich richtig reinspielen kann, weil kaum, dass ich gerade was ausgepackt, eingesleeved und angespielt habe, kommt schon das nächste Set. Und wir sind ja auch wirklich schnell, was Spielen angeht, aber selbst das ist uns zu viel. Aber ich glaube, das ist gerade sowieso so die Fantasy Flight Masche, eine IP und Kartenspiel. Das ist ja auch mit Star Wars gefühlt. Ja, es kommt Star Wars Unlimited und alle Leute, Star Wars Unlimited! Gefühlt ist das Deckbuilding-Game gerade erst rausgekommen. Also wir schmeißen jetzt gerade aus, wir haben eine IP, wir haben Kartenspiel. Irgendwie rausschmeißen und dann... Ganz, ganz gutes Artwork, eine ganz gute Mechanik, ja. Aber halt die IP zählt und das gerade bei Fantasy Flight. Ja. Mein letzter Pick. Dein letzter Pick, da ich angefangen habe.
Ich weiß, ihr seid alle total cool da draußen. Und man ist auch total cool, wenn man dieses Spiel besitzt. Und ich denke jedes Mal immer nur so, nein. Nicht die abonnieren. Mit das älteste Spiel, was auf dieser Liste definitiv, aber es ist ein Schach. Sehr altes Spiel, fast. Und es gab immer mal wieder so ein Aufflammen. Und das letzte Aufflammen war bei Shut Up and Sit Down, wo dann wieder alle drauf gekommen sind. Krokinol! Es ist Krokinol. Ja, es ist ein lustiges Schnippspiel. Das man schön im Hintergrund irgendwo hinhängen kann, weil es an der Wand sich total toll macht. Das ist ja das, was ich sagen möchte. Es ist ein Spiel, ein Schnippspiel, das spielt so 10 Minuten. Es ist ein Spiel und eine Wanddeko. Auch mal eine Viertelstunde, auch mal 20 Minuten. Aber es ist halt ein riesiges Board, das auch richtig teuer ist und du kriegst es nachher nirgendwo mehr unter. So, was passiert bei allen Krokinol-Besitzern? Am Anfang ist es total cool, die Leute kommen, schnippen, schnippen, schnippen. Man spielt so ein bisschen Schnippspiel, da ist die Pizzafällchen, ist fertig, du bist noch nicht dran. So, und dann ist es halt aber irgendwann so, das ist dann die ersten zwei, drei Mal lustig, dann passiert Folgendes, der Besitzer des Spiels wird so gut, dass keiner mehr Bock hat, gegen ihn zu spielen. Und es ist immer eine self-fulfilling prophecy, es erfüllt sich überall, egal wer das hat. Wie gesagt, die ersten Male, da haben alle gleich den gleichen Skill-Level, da ist das cool, aber irgendwann ist halt einfach der Besitzer, weil es am meisten spielt, halt einfach so gut, dass er halt mit jedem Schnipp einfach in der Mitte drin ist und dann halt punktet und die anderen halt sagen, ja gut, dann brauchen wir es halt nicht mehr spielen. Und das ist halt so der Circle of Krokinol. Es passiert einfach immer wieder. Und immer wieder, wenn jemand ankommt und sagt, ich habe mir jetzt ein Board gekauft, denke ich so, ja, das habe ich schon 5-6 Mal in meiner Spiele, in meinem Spieleleben gesehen. Du wirst ein halbes Jahr damit Spaß haben. Hast du Platz an der Wand? Danach spielt halt keiner mehr mit dir. Jetzt bist du zwei dran. Dinge, die zu Krokinol mir sofort einfallen. Das einmal, es ist ja nicht nur, dass du schnicken musst, du musst ja auch noch immer die ganzen Dinger noch einpudern, weil es gibt ja immer noch so ein Special Puder, damit du musst die Dinger ja immer noch, ich sag, einpudern. So ähnlich wie, wenn man früher irgendwie Billard spielen war, da stand man immer cool am Billardtisch und dann hat man den Kö immer schön an der Kreide, obwohl man auch gar nicht genau wusste, warum. Warum eigentlich? Und das macht man bei Krokinol halt auch, und damit die Steine schön schnippen und das ist die eine Sache, wie man das muss, du musst halt richtig einkreiden. Das andere, und weil Sarah gerade gesagt hat, das ist ein Skillspiel, wir haben uns wirklich, nachdem wir ein paar Mal Krokinol gespielt haben, bei einem Kumpel, online bei YouTube, könnt ihr gerne nach dem Video auch mal machen, die also Weltmeisterschaften angeschaut. Gerade in Kanada ist das ein richtig großes Ding. Und da spielen wirklich nur Profis nebeneinander. Und die treffen halt einfach immer. Da geht es halt wirklich nur darum, die spielen halt so lange, bis irgendwann... Bis einer einen kleinen Fehler macht. Ja, einen winzigen Fehler. Aber dann geht es 20 Minuten in der Mitte, 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 in der Mitte. Und es hört einfach gar nicht auf. Das ist schon nicht mehr interessant. Und das ist halt auch das Problem. Und ich weiß, es ist ja auch... Es gibt super coole Schnippspiele. Es gibt auch... In Holland gibt es auch so eine Art Shuffleboard. Das hatte früher auch jeder. Das hatte meine Oma auch ganz lange in einem lustigen holländischen Zimmer. Namen. Bestimmt. Und es gibt halt diese ganzen Shuffleboards und sonst was. Das macht ja auch alles Spaß. Aber... Das ist dann halt so ein Ding. Meistens sind das auch die gleichen Leute, die sich ein Krokinol-Board holen, die sagen so, wie, du hast dir für 150 Euro so einen Kickstarter geholt? Ja, du hast dir für 350 Euro ein Holzbrett geholt, das man 20 Minuten lang spielt. Ich meine, wir haben ja auch einen Klonk und einen Klask. Ja. Geile Namen auch. Aber die kosten 40 und 50 Euro. Und die landen dann unterm Sofa und dann sind sie weg. Sie hängen nicht an der Wand. Naja gut, man kann das ja auch unter das Sofa schieben, man kann es hinter das Sofa legen, aber es ist halt... Wer macht ja auch denn das? Jeder hängt sich das Ding an der Wand. Jeder. Ja, vielleicht nicht jeder. Jeder hat vielleicht auch das Gefühl, man ist so ein kleiner Captain America damit. Also es ist ja jetzt... Es ist halt der Preispunkt. Und wo ich dann halt auch sage so, ja, aber es gibt sehr viele Schnickspiele, die auch Spaß machen, die halt nicht 350 Euro kosten. Und es ist immer so gefühlt, dass dann einer immer so ankommt so... Hier ist mein Krokinol und ich denke, wie gesagt, ich habe das jetzt schon 5-6 Mal in meinem Spieleleben erlebt, dass jeder irgendwie mal so ein Ding kaufen muss und es dann letztendlich irgendwo wie so ein Käserad verstaubt irgendwo hinterm Sofa, weil es halt einfach einer an der sagt, Wand. Sollen wir das spielen? Und alles schon so, nee, wir spielen das nicht mit dir, du bist viel zu overskilled, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Auf das Spiel bin ich an einem Krokinol-Board vorbeigegangen, da habe ich einmal geschnickt, das hat nicht so richtig geschnickt, war wahrscheinlich nicht richtig eingepudert. Wollte ich den Leuten am Stand dann noch sagen, habe ich dann aber gelassen, ich bin einfach zu Skill dafür. Es gibt ja jetzt auch schon billige Boards, die kosten dann so 150 oder so. Aber da, es ist ja auch ein bisschen der Gag da dran, dass ja der Stein auch so rübergleitet. Ja. Das ist ja auch ganz cool. Das ist cool. Also ich zum Beispiel, ich liebe Air-Hockey. Ich spiele super gern Air-Hockey. Ja. Wenn es irgendwo einen Air-Hockey-Tisch gibt, dann muss ich immer Air-Hockey spielen. Und das ist ja auch dieses Gleiten und dieses Schnelle. Und das ist ja auch ganz cool, wie diese Discs da halt rübergleiten. Aber es ist halt ein Schnickspiel. So, und es ist halt 10, 15 Minuten. Und dann denke ich halt immer...
ich will dann immer nichts Negatives sagen, wenn jemand wieder mit so einem Bot ankommt, wo ich dann denke, so, ja gut, und das können wir dann auch wieder nur bei dir spielen, weil du bringst das mit Sicherheit nicht jedes Mal irgendwie mit, so von wegen so, ich habe mein Bot wieder dabei. Wir sollten auch so ein Gurt für die Boards machen, dass man dann sich da so umhängen kann, wie so ein Schild hinten, wie so ein Wikinger. Ja, oder hier so ein Captain America-Schild, dann kommt immer einer an und dann kannst du ins Loch schießen. Also es ist wirklich eine schönere Wanddekoration, als dass es einfach ein Spiel ist, was man sehr, sehr oft spielen wird. Wenn das bei euch anders ist, schreibt gerne in die Kommentare. Jetzt gleich so die ganzen Krokino-Fans und D-Abo. Aber wie gesagt, das ist halt wieder so, es ist alle Jahre wieder, kommt es dann immer wieder und man weiß schon genau, wie der Lebenszyklus dieses Spiels sein wird. Nämlich ein halbes Jahr und dann kaufen, spielen, besser werden, an die Wand hängen. Das ist ja auch vielleicht sowas, das könntest du dir cool irgendwie so fürs Vereinstreffen oder so kaufen. Dass du dann sagst, hier, wir haben alle halbes Jahr Vereinsdings, da kommt es dann raus, dann sind alle auch im gleichen Skill-Level, dann macht das ja vielleicht auch Spaß. Habt ihr einen Verein, wo ihr das machen könnt? Okay, wenn nicht, das wird nicht funktionieren. Ich sag's schreibt euch gleich jetzt schon. Der erste deutsche Krokinol-Verein e.V. in die Kommentare und sagt, wir! Brennt Sarah nieder. Ich habe euch gerade 350 Euro gespart, also. Ja, also ist lustig, aber ich bräuchte es auch nicht an der Wand. Ich bin durch, du hattest noch Picks. Nee, ich hatte nur noch Picks. Ich hatte gedacht, wir haben bestimmt 2-3 Überschneidungen, weil ich hätte gedacht, dass du auf jeden Fall Zombieside sagst oder ja, Zombies. Ich habe Zombieside nicht genommen und Zombies. Zombieside wusste ich, dass du was drauf hast. Ich hätte gedacht, du hast vielleicht auch Munchkin drauf. Nee, habe ich nicht. Aber den Rest kann man sich ja aufsparen für irgendwann später. Bin ja jetzt schon lang. Eine augenzwinkernde Liste auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Spaß gebracht damit. Ja, also gut, ihr dürft natürlich auch an jedem dieser Spiele ganz so Spaß haben. Vielleicht ist es auch euer Favorite Game. Ich habe zum Beispiel bei Magic ja auch großen Spaß. Ja, ihr kennt uns, das ist alles immer mit gutem Gewissen sozusagen. Ihr dürft auch euer Croquet nur spielen. Alles in Ordnung. Ich stehe dann schweigend mit einem leichten Lächeln neben euch und denke so, ihr dürft euer Croquet nur an die Wand hängen, aber ihr habt nicht die richtigen Puder. Muss man das dann auf so einer Wand pudern? So, gut. Lasst uns gerne Puder, nein, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne einen Kommentar da, gerne einen Daumen auf das Video, das freut den YouTube-Algorithmus. Und die Cringe-Keule nicht vergessen. Hashtag Cringe-Keule. Wenn ihr ab sofort immer dabei sein sollt, damit ich Basti abstürzen kann. Eigentlich der Stab für unseren Dachboden und sie hat den einfach zweckgebrochen. Nimm den weg! Nächstes Mal machst du noch Watte vorne dran, dann ist es die tödlichste Waffe. Ja, sag ich doch. Mich. Perfekt. So muss das. Mach's gut. Tschüss. Cringe-Keule. Tschüss.